So Leute, wir wollen heute wieder etwas erzählen. Also wir wollen nicht backen, wir wollen nicht kochen und wir wollen keinen Tee machen, ja. Also wir reden heute wieder mal, was sind die magischen Zahlen, ja. Also die magischen Zahlen, das ist schon was Interessantes, ne? Das sind Engelszahlen, ja, das gehört dazu. Die Numerologie, ja, Numerologie ist ein spannendes Gebiet, ja, also das ist unglaublich spannend, ja. Dazu gehört auch spirituelle Andacht, ja, und Religion, ja, also das ist praktisch so ein bisschen verbunden zusammen, ja. Und wie ich immer so sage, Glaube versetzt die Berge, ja? So, also wie ich das schon erwähnt habe, die Numerologie, ja, dazu gehört ja auch, was man in der Schule lernt, ja, zum Beispiel, da ist ja dabei auch Chemie, Physik, ja, und Geografie, Mathematik, ja, und, also die das Ganze ist ja wie eine Kugel, ja, da sind ja so viele Sachen drin und ob man jetzt das alles im Leben braucht, das ist eine andere Sache, ja, also spirituelle. So, wir fangen jetzt mal mit den Engelszahlen und die sind ja immer zu 3, ja, also es ist ja 000, 111 und so weiter und so fort, ne? Und zum Beispiel die 000 bedeutet ein Potenzial, ja, und Möglichkeiten. Lasse die Veränderungen zu, ja, und öffne dein Herz, ja. Das sagt die 000, ja. Also du sollst dein Herz aufmachen. So, und wir gehen ja auch weiter. Jetzt kommen wir auf die Zahl, Engelszahl 111, also das heißt 111, ja. Und das ist für den Neuanfang, ja. Die Erneuerung, ja. Aber du sollst dich fokussieren, ja, auf dich, was du willst, was du wirklich willst, ja. Das ist die 11, also 111. 222 bedeutet Vertrauen, ja, Vertrauen statt Vergleichen, ja, also du sollst ja nicht dich vergleichen mit anderen und das Vertrauen sollst du auch nicht jedem schenken, ja, du sollst schon vertrauen, aber das müssen ja bestimmte Personen sein, ja, so ist es. Jetzt haben wir die 333, das heißt, du sollst die Gedanken, die Gefühle zulassen, ja, und das Negative oder Positive, ja, auch so betrachten, dass es dir gut geht, ja, und das sind ja auch Sachen, die du nicht alles weg von dir. Die 444 bedeutet Hilfe und Unterstützung, ja. Und du wirst auf den richtigen Weg geführt, ja. Also man begleitet dich, ja. Ein Engel begleitet dich und er führt dich auf den richtigen Weg, ja. So soll das. 555, das sind Veränderungen und Entscheidungen, ja. Das ist eine Reise, wo ein Engel begleitet dich, das, und wirst auch unterstützt, ja. Das ist, haben wir die Zahl 666, das ist für Reflexionen und Reaktionen, ja, aber wir wissen, dass die 6 oder 66 oder 666 hat einen schlechten Omen, ja, das ist irgendwie eine Teufelszahl, ja, das wird überall geschrieben und behauptet, ja. So, jetzt haben wir die Zahl 777, das bedeutet Glück,
und wunderbare Zeit, was sie mit allen verbringen und immer glücklich sein werden und immer Spaß haben werden. 777 und 777 ist eine Glückszahl, ja? 88, das ist so eine Zahl mit Balancen, also balanciert die Zahl. Also auch zum Guten wie zum Schlechten. Also man weiß ja, dass das auch ein bisschen mit Rechtsextremismus zu tun hat, vor allem die 88, die zwei Achter. Wenn man die zusammennimmt, 88, so wird gesagt und erzählt. 999 ist ein Endpunkt und Abschluss, ja. Also das heißt, das neigt sich dem Ende und bereitet einen neuen Anfang, ja. Also das ist auch so ein bisschen Zukunft, ja, könnte man sagen. Also die 999 hat auch was mit der Zukunft zu tun, ja. Also so. Das ist ja so eine Sache, auch aus der Geschichte oder auch aus der Zukunft, ne? Also Zahlen spielen immer eine Rolle, ja. So wie auch jetzt aus der Bibel, wir haben ja 12 Apostel gehabt, oder haben wir die 10 Gebote, und da gibt ja noch viel auch andere Zahlen, ne? Also das Ganze ist schon interessant, nur man muss sich damit befassen, dann weiß man ja auch etwas, ne? Heute das jetzt hier nur noch ergänzen, ja, zu dem ersten Video, wo ich da über die Zahlen gesprochen habe und so ein bisschen erklärt habe. Ich habe mich selber schlau gemacht, ja, wie und was und warum, ja. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht, wenn man so etwas weiß, ja, weil in unserer heutigen Zeit man bombardiert uns mit irgendwelchen welchen Zahlen, was keiner wahrnimmt, ja. Aber die Zahlen, die ich jetzt gesprochen habe, also darüber gesprochen habe, das sind ja Zahlen, die wirklich existieren und existiert haben und existiert werden, ja. So, also ich mache jetzt Schluss, sage ich mal tschüss, bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal, ne. Sag ich mal tschüss.